Und dann schauen wir euch dann willkommen zurück zu Tasty Planet. Die letzte Folge dieses Spiels ist ja katastrophal gefailt und ich habe irgendwo bei diesem Level hier bemerkt, dass meine Facecam gar nicht mehr aufnimmt. Jetzt nimmt sie wieder auf. Ich hoffe mal, es funktioniert jetzt alles. Und ja, einer der Gründe, wieso ich letztes Mal so katastrophal gefailt war, war, dass ich mit der Steuerung nicht wirklich klargekommen bin. Deswegen habe ich jetzt eine sehr gute Nachricht für euch. Ich habe entdeckt, dass man dieses Spiel auch mit WASD steuern kann. Davor habe ich es immer mit der rechten Hand mit den Pfeiltasten gesteuert. Und ich habe gerade dieses Level nochmal ausprobiert und habe es easy geschafft. Jetzt ist mir gerade aufgefallen, dass die Kamera viel zu wenig Licht hat und ich deswegen das Licht anmachen muss. Das mache ich jetzt mal schnell. Boah, schau mal, Leute, es sieht doch schon viel besser aus. Okay, Leute, und ich würde jetzt einfach mal sagen, das Katzenlevel hier, das haben wir geschafft, denke ich. Wir machen weiter mit dem nächsten Level. Und hier geht es jetzt... hallo! Nein, meine Maus ist... okay, ach so. Hallo? Gerade mal das Spiel neu laden, das hilft immer. Scheiß Werbung. Okay, Leute, ich habe jetzt gerade das Spiel nochmal neu geladen, denn ich bin irgendwie immer in eine Richtung gegangen. Und schau mal, wie schön wendig ich jetzt bin. Wie schön ich jetzt hier mit der Steuerung klarkomme. Ich bin einfach 200.000 Mal besser jetzt. Ich muss die ganzen Polizisten essen, weil die sind böse. Und keiner mag die. No offense, ne? Ich glaube, wir müssen 1,5 Meter ungefähr werden, dann können wir auch Pferde essen. Ja, dieses Spiel, ne? Dieses Spiel, ich habe auch letztes Mal schon überlegt, soll ich jetzt die Altersbegrenzung auf 18 Jahre reinmachen? Habe mich dann letztendlich dagegen entschieden, weil ich dann noch weniger Klicks krieg und auch weniger Geld. Jetzt bin ich groß genug, um Pferde zu essen. Sehr gut. Perfekt. Dem elegant ausgewichen. Das Pferd, das bleibt da irgendwie stecken. Das ist natürlich alles gar kein Problem für mich. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich bin so nah an der Facecam dran, irgendwie fällt mir gerade auf. Habe ich da irgendwas komisch gemacht heute? Nee, habe ich hoffentlich nicht. 2 Meter bin ich schon groß. Bald, denke ich, sollte ich groß genug für Autos sein. Alter, aber es läuft hier gerade echt nicht so gut, weil hier spawnen echt null Sachen, Mann. Scheiß Pferd hier wieder mal. Noch ein Pferd. Und jetzt kann ich auch Autos essen. Jetzt kann ich auch Autos essen und die spawnen wahrscheinlich nichts mehr. Okay, hier sind noch 2 Pferde, die nehmen wir natürlich noch schön mit. Und jetzt, wenn ich das richtig gesehen habe, kann ich jetzt auch die Bäume gleich essen? Kann ich das? Noch nicht scheinbar. Weil diese Bäume, kann ich gleich auch essen. Also wenn ich noch groß genug bin, dann kann ich auch die Bäume essen. Und dann sollte das alles relativ easy machbar sein. Ich habe schon noch 1 Minute. Okay, jetzt bin ich groß genug, um die Bäume zu essen. Und dann habe ich tatsächlich schon... Die bringen tatsächlich sehr viel, diese Bäume. Was echt nicht schlecht ist. Okay, okay. Da hier noch schnell alles mitnehmen. Und 1 Minute 20 habe ich noch. Das sieht gar nicht so gut aus, aber auch gar nicht so schlecht. Also, das könnten wir schon noch schaffen. 1 Minute haben wir noch. 1 Minute haben wir noch. Ich denke, das sollten wir schaffen. Wenn nicht alles komplett schief läuft, wenn vielleicht noch 1, 2 Autos kommen jetzt hier. Und das noch. Perfekt. Da sind wir 5 Meter und das reicht auch schon. Wir haben leider nur eine Bronzemedaille. Vorher hatte ich eine Silber. Okay. Voll unfair. Aber jetzt sind wir auf jeden Fall schon auf der Größe von Autos. Und ich würde mal sagen, nein. Ich bewege mich schon wieder in eine Richtung. Jetzt müssen doch hier irgendwo Autos sein. Oh mein Gott. Panzer. Was? Immer ein bisschen nach dem Pfeil nehmen am besten. Der zeigt einem immer an, wo das nächste Futter ist. Und ich frage mich tatsächlich, wie viele Kreaturen wir hier tatsächlich schon umgebracht haben. Definitiv schon einige, würde ich mal sagen. Und die alle, wenn sie diese Autos, die mich sehen, die geraten alle direkt in Panik und fangen hier an, irgendwo in die Grasflächen reinzufahren. Und hier sehe ich gerade gar keine Panzer mehr. Das ist echt tatsächlich sehr schön. Dieses Level habe ich noch nie geschafft. Ich frage mich gerade, ob ich auch irgendwann diese ganzen Häuser hier essen kann. Das wäre nämlich tatsächlich insane. Also, wenn ich diesen ganzen Ort hier aufessen kann... Das wäre schon krass. Ich habe die ganze Zeit gefühlt, dass das Spiel, das läuft echt nicht flüssig hier. Ich frage mich gerade, warum... Das ist doch nicht ernst, oder? Diese Stelle hier ist echt gut, weil hier können die Autos nicht wirklich abhauen. Hier sind sie alle gefangen und hier spawnen die ganze Zeit wieder neue. Das ist echt super, um zu farmen, muss man tatsächlich... Oh, Panzer! Die zerfahren einfach Autos, nur um mich zu kriegen. Und ja, ich bin groß genug für Panzer. Sehr nice. Okay, jetzt kann mir nicht mehr wirklich irgendwas anhaben. Und jetzt kann ich die ganzen Bäume essen. Okay, das sieht schon mal nicht schlecht aus. Da drin sind auch Bäume, aber an die komme ich leider noch nicht dran im Moment. Das ist ein bisschen schade, aber das wird ja alles noch. Das wird alles. Die Bäume, die sind auch größer als ich, oder? Ja, jetzt bin ich zumindest größer als sie. Jetzt kann ich auch die Bäume alle essen. Jetzt kann ich die Panzer hier essen. Das ist sehr schön. Kann ich auch das. Ich frage mich, in welcher Stadt fahren die ganze so Panzer rum? Oder sind das tatsächlich schon Panzer, die dafür da sind, um uns hier umzubringen? Das wäre natürlich auch möglich. Oh mein Gott! Wir haben nur noch 1 Minute. Okay, jetzt können wir die Häuser essen. Jetzt können wir die Häuser essen. Jetzt wendet sich das Blatt. Aber wir haben tatsächlich nur noch 1 Minute. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Das ist echt... Oh, da muss ich rum, da muss ich rum, da muss ich außen rum. Jetzt gehen wir nochmal hier runter, nehmen das mit und die Fetten. Okay, perfekt.
Und die haben nicht mal ausgereicht. Wir mussten am Ende noch ein Taxi essen. Und wir haben wieder nur eine Bronzemedaille. Ich bin so scheiße in dem Spiel. Und jetzt sieht es tatsächlich aus, als könnten wir die komplette Erde essen. Ja. Und die Story geht auch weiter. Bald nachdem er die Stadt gegessen hat, begab sich Grey Goo in den Orbit. Er wurde größer und größer, indem er Satelliten und Asteroiden aß, um schließlich auch den Mond zu essen. Kanal 6, Grey Goo-Krise. Wir haben mitgekriegt, dass der Mond jetzt, fehlt. Und wir haben die Wissenschaftler gefunden, die für diesen Grey Goo verantwortlich sind. Nein, es war eigentlich nur dazu gedacht, Kacke zu essen. Es war ein automatischer Badezimmerreiniger. Automatischer? Ich würde es kaufen. Ich würde sogar zwei nehmen. Ja, okay, der die ganze Welt vernichtet. Okay, wir machen Continue und es sieht aus, als wären wir tatsächlich im Weltall, im Sonnensystem. Und wir können uns jetzt hier am Asteroidengürtel... Oh mein Gott, ist das eine Alien-Invasion hier? Ich glaube, wir haben hier ganz andere Probleme auf der Erde als Grey Goo, okay. Aber es sieht aus, als hätten wir gleich den kompletten Asteroidengürtel aufgegessen. Hallo, okay. Okay, und ich glaube, ich war gerade schon groß genug, um Merkur zu essen. Ja, tatsächlich hier in die Sonne fliegen ist vielleicht nicht ganz so schlau. Okay, wir haben schon ein solches Teil und wir sind jetzt tatsächlich groß genug, um... Ist es Venus? Ich glaube, das ist die Venus und hier ist Merkur. Wir sind schon groß genug, um beide zu essen und das ist auf jeden Fall nicht so schön. Wir haben jetzt schon mal zwei Planeten des Sonnensystems entfernt und da ist die Erde. Wir sind groß genug, um die komplette Welt zu essen. War jetzt ein bisschen unspektakulär, aber wir haben die komplette Menschheit vernichtet und alle anderen Lebensformen. Scheiße. Sieht aus, als wäre die Welt doch wieder da. Ein Wunder ist geschehen. Jesus hat uns alle gerettet oder so. Okay, jetzt kann ich ihn mittlerweile komplett essen, den Asteroidengürtel. Sehr gut. Hier haben wir Merkur gegessen. Sehr schön. Ich muss immer aufpassen, dass ich nicht in irgendwelche großen Planeten rein crashe. Diese ganzen UFOs hier können wir essen, die größer sind als die Erde. Also 100% legit auf jeden Fall. Sind wir jetzt gleich groß genug für Jupiter? Nein, sind wir noch nicht. Das ist toll. Aber hier können wir gleich... Okay, das ist Neptun sicher. Den können wir auch gleich aufessen. Das ist wunderschön. Wir sind, 35 Megameter groß. Ist auch nur so eine Sache, warum benutzt man nicht die Maßeinheit Megameter? Warum benutzen wir immer nur Kilometer und dann auf? Megameter wäre voll cool. Hä, ist hier noch irgendwas irgendwie, oder? Und wir sind tatsächlich endlich groß genug, um Jupiter zu essen. Meine Fresse, bin ich jetzt oft an diesem scheiß Jupiter gestorben. Ihr wollt's gar nicht wissen, okay, ich bin schon, sind wir am Ende tatsächlich groß genug, um die ganze Sonne zu essen? Da müssen wir aber noch einiges zulegen. Also wir sind nicht groß genug, um die Sonne zu essen. Die Sonne können wir leider nicht essen. Schade. Okay, und ich würde mal sagen, das ist der letzte Teil der Story. Und nachdem er das ganze Sonnensystem gegessen hat, aß sich Grey Goo weiter durch die komplette Milchstraße. Es dauerte nicht lange, bis er das komplette Universum konsumiert hatte. Seine Masse wurde einfach zu groß. Er konnte schließlich nur noch implodieren. Boom. Und so wie das Universum das erste Mal begann, begann es erneut. Okay, und es sieht aus, als wäre das Ende dieses Spiels. Jetzt können wir noch die App für unser iPhone holen. Leider besitze ich kein iPhone, deswegen würde ich einfach mal sagen, wir machen Continue und das war's. Wir haben das Spiel tatsächlich durchgespielt und jetzt habe ich auf dinogames.com geklickt. Vielleicht ist es aber auch gar nicht so schlecht, dass ich hier drauf geklickt habe, denn ich wollte euch sowieso noch eine Sache fragen. Denn wie ihr seht, das gibt noch einige verschiedene Fortsetzungen oder andere ähnliche Spiele dieser Art. Und da gibt es einmal Tasty Blue und einmal Tasty Planets Back for Seconds. Also im Prinzip zwei Arten von Fortsetzungen. Ich wollte euch jetzt einfach mal fragen, wenn euch diese Serie gefallen hat, ob ihr denn gerne nochmal ein Let's Play einer der Fortsetzungen sehen wollt, wo ich wahrscheinlich wieder ausraste, weil ich exorbitant scheiße bin in diesem Spiel. Also wenn ihr gerne noch eine Fortsetzung sehen wollt, dann lasst auf jeden Fall gerne mal eine positive Bewertung da. Ansonsten würde ich mal sagen, vielen Dank, dass ihr bei dieser kleinen Serie zugeschaut habt. Bis dann, bleibt schleimig und tschüss.